Das ist die Sache von Tango, das auch so schön ist, dass man trainiert nicht nur Koordination, und nicht nur, es ist eine physische Sache, Bewegung, sondern man trainiert hier den Kopf auch sehr viel. Zusammenfassung. Jetzt haben wir fünf Muster, mit denen wir arbeiten, aber wir haben nur ein paar von denen heute verwendet. Die andere verwenden wir in dem nächsten Video. Erstmal zeigen wir die fünf Sachen, die wir machen mit dem Kreuzen. Das erste war dieses erzwungene Kreuzen, das wir hier machen. So. Dann können wir das normale Kreuzen auch nutzen, links über rechts. Das werden wir auch nutzen später. Das zweite war dieses gleiche erzwungene Kreuzen da, aber dann eins und zwei machen. Dieses erzwungene Kreuzen braucht, dass der Mann mit seinem rechten Oberschenkel zu ihrem rechten Oberschenkel drückt, damit sie dieses Kreuzen versteht. Geht das nur mit Oberkörper und Richtung? Ich bevorzuge Oberschenkel auch, das ist viel sicherer. Drittes Muster. Zwei, drei, vier. Und jetzt führe ich sie zurück, aber zu einer Enganchada. Ich kreuze alle. Diese Enganchada muss automatisch auflösen. Sie löst auf und sie geht. Viertes Muster. Salida, zwei, drei. Aber jetzt werde ich anheben, damit sie in den Kreuz. Eins, zwei, drei. Das könnte man sagen, auch so Rückseit vor. Obwohl, was die Frau macht, kann ich das zeigen, ist Kreuz vor. Das ist eigentlich, spielt die gleiche Rolle als das. Rückseit vor. Nur dazwischen gibt es ein Pivot und es gibt viel mehr Hüftebewegung. Aber hier ist genau das Gleiche, nur statt Pivot ist ein Kreuzen, anstatt zur Seite, das ist vorne und dann vorwärts wieder. Also das heißt, die Richtung und Rotationen der Hüfte, des Körpers und Pivot, das ist alles angepasst, aber es sind genau die gleichen Schritte. Und jetzt das fünfte Muster ist eine Veränderung von dem vierten. Und das ist, wenn die Frau und der Mann das Kreuzen wiederholen. Zweimal, drei, vier, fünf, also wie immer. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt an der rechten Hand. Bei dem vierten Muster, wir heben an, damit sie das Kreuzen versteht, aber dann entspannen wir. Und es gibt auch ein bisschen mehr Rotation mit dem Oberkörper nach rechts. Bei der Veränderung, diese Spannung, die ich hier habe, bleibt. Es bleibt, warum? Weil ich ihr damit zeige, dass wir dieses Kreuzen wiederholen. Also jetzt haben wir die fünf Muster, dass wir in diesen Videos, wahrscheinlich drei Videos nutzen werden. Aber jetzt haben wir unser erstes Experiment gemacht. Das Muster Nummer 4 werden wir Option A nennen. Und das Muster Nummer 5 werden wir Option B nennen. Was Besondere daran ist, dass wir drei Bewegungen haben, also Kreuz, Schritt, Schritt oder Kreuz, Schritt, Kreuz. Sind drei Bewegungen, also gleiche Zahl von Schritten von beiden Sachen. Und beide fangen genau gleich an. Und hier kommt ins Spiel, was ich während des Unterrichts gesagt habe. Man muss nicht unbedingt zustimmen, was man denkt. Oder was man denkt, was man sagt und was man macht, könnten auch drei verschiedene Sachen sein, die miteinander nichts zu tun haben. Und das Gleiche passiert hier. Wir müssen nicht unbedingt machen, was wir führen. Was wir führen, ist eigentlich für Sie, nicht für uns. Das heißt, dass wir können Option A machen. Wir können Option B machen. Wir könnten aber auch Option A, B machen. Oder wir könnten Option B, A machen. Und die Schwierigkeit hier
ist nicht nur für die Frau, sondern besonders für den Mann. Weil der Mann etwas macht, aber eine andere Sache führt. Da müssen wir wissen, ich gehe zum Beispiel entspannt bei der Option A, aber ich führe Option B. Oder ich führe entspannt, aber ich muss zweimal kreuzen. Und da beginnt wirklich hier im Kopf, alles sehr viel zu arbeiten. Wir müssen Sachen koordinieren, die miteinander nicht wirklich zu tun haben. Tipps dafür. Die Schwierigkeit bei Option A, Option B, ist, dass am Ende von dieser Kombination haben wir wenig Platz. Achtung, Option A, Option B. Hier, wenn sie zum Kreuzen kommt, kämpfen wir um den Platz. Wir kämpfen um die gleiche Achse. Warum? Weil sie macht Kreuz, Schritt, Schritt. Aber ich mache Kreuz, Schritt, Kreuz. Das heißt, sie macht zwei Schritte, aber ich mache nur einen Schritt. Daher haben wir weniger Platz. Und wir kämpfen um die Achse. Die Lösung dafür, noch einen kleinen Schritt später. Denk daran, der weiße Fuß ist der rechte, der schwarze ist der linke. Was ich gerade gemacht habe, war 2, 3, Kreuz, Schritt, Kreuz, kleiner Schritt und dann schließen. Dadurch könnte auch sein, dass wir in ein bisschen Volcada-Richtung kommen, so ein bisschen anlehnen. Es ist schön, ist nicht schlimm. Erstes Mal, Option A, Option B, kleiner Schritt ins Kreuzen, 6, 7. Jetzt, das andere, das wir probiert haben, ist genau umgekehrt, Option B, Option A. Und dann haben wir dieses Problem am Ende nicht. Option B für die Frau, Option A für den Mann. Da lehnen wir an. Wir können wirklich damit rechnen, dass wir anlehnen werden, weil sie nur einen Schritt macht, aber ich mache zwei Schritte. Also das heißt, ich mache einen Schritt mehr. Trotzdem, wenn ich den zweiten Schritt nicht machen würde und ich würde nur schließen, dann lehnen wir nicht an. Was auch möglich ist. Hier lehnen wir nicht an. Welche ist besser? Was euch am meisten gefällt. So einfach. Etwas zu sagen? Ne? Abonniert diesen Kanal.